give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Ach, cool. Ach ja, der hat einen Spaß. Super. So, jetzt schauen wir mal. Da war doch noch ein Raum, genau. Was ist denn hier? Oh, Spiel ist aus? Was jetzt? Hallo, Papa? Dad. Hey. Hey, sports fan. You up for watching the game with your favorite MVP? Sure, Dad. How's the game going? We're kicking their asses, for once. I like it. Cool. I like it when the good guys win. Yep, me too. Nee, wir machen jetzt, das mit der Mama ist jetzt irgendwie, wir wollen eine Tanne kaufen. So, when do you think we'll go get the pine tree? I told you, right after the game. You're not gonna bug me all day, right? No. Sorry. Okay, stimmt, das Spiel ist ja noch gar nicht aus. Did you and Mom watch a lot of games? Actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? I get confused by basketball rules. It's like math, you know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game to play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle too. Okay, aber ich finde ja immer ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, was schreibt er da eigentlich? Ergebnisse oder was? So ungefähr, er soll kommen, wenn das Spiel aus ist. Ja, das heißt, er muss die ganze Zeit irgendwie, aha, ist es jetzt aus? Nee, ist noch nicht. Okay, wir gehen zurück. Wie wäre es denn, wenn du einfach zu uns kommst, wenn das Spiel aus ist? Huh? Aber das macht er wieder nicht. Aber gut, dann können wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen gucken, solange das Spiel hier gerade nicht, dann laufen wir auch nicht am Fernseher vorbei. Autoschlüssel. Oh ja, die nehmen wir natürlich gleich mal mit. Da gucken Dad, wir gar I nicht. Found your car keys. Oh, nein. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Ja, vielleicht. Inventar. Ah, super. Na, wie? Ach, das ist unser Inventar. Ja, sehr gut. Ja, gut. Ja, dann schauen wir hier gerade nochmal. Zeitschrift ansehen? Nee, aber das ist kein Comic, glaube ich. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Okay, ja, ne, es ist... Ja, gut, wer es mag, ist bestimmt nicht schlecht, aber... Das Eisenbahnmagazin... Oh, Dinosaurier, den brauchen wir spielen, aber dann hoffentlich nimmt er den mit und spielt... Ah, er spielt direkt Dinosaur jetzt da. Dinosaur Land is open for business. Das ist nicht gut. Eat everybody! Hm. I am more T-Rex. And you are my lunch. Roar! Ah, okay, gut. Papa ist nicht sauer. Ich wollte den ja eigentlich mitnehmen und hier ins Zimmer bringen. Was haben wir hier? Schalt hinzufügen? Ist uns kalt eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Nee, machen wir jetzt nicht. Wir legen den Schlüssel mal da rein. Ins was? Schmuckkästchen? Da wissen wir ja zumindest, wo er ist. Allerdings der Vater auch. Good job, naja. Buddy. Na, du Schlüssel nehmen. Mua, ja, den nehmen wir mit. Du kannst halt sowieso nicht mehr out. Ja, ist sowieso die Frage, wenn er sich jetzt hier das Zeug reinhaut.
Ich glaube, den Baum wollen sie bestimmt ja nicht dahin zum Haus schleppen. Da würde er bestimmt mit dem Auto fahren wollen. Na, ist vielleicht ganz gut, wenn wir den Schlüssel schon mal in der Hand haben. Jetzt schauen wir endlich mal hier in das Zimmer hier rein. Ach so, nee, das ist ja unseres. Da waren wir ja. Ha? Ich bin verwirrt. Dann schauen wir gleich erstmal hier. Ja, so weit, so gut. Größenmarkierung. 7 Jahre und jetzt ist er, okay. Naja, vielleicht 9, oder? Parfüm. Oh, das ist bestimmt von der Mama. Basketballschläger vom Papa. Ach komm, das wollen wir nochmal. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Ja, genau, das dachte ich mir. Schrank. Locked. Oh. I wonder what Dad keeps in here. Das ist natürlich merkwürdig, wenn jetzt der Kleiderschrank abgeschlossen ist. Wir haben leider nur Autoschlüssel, die werden wahrscheinlich nicht passen. Plattenspieler, Schallplatte. Zigaretten. Bierdose. Wobei da bestimmt noch härteres Zeug versteckt ist. Unterm Kopfkissen oder sowas. Was haben wir hier? Zeitschrift. Was? They're naked? Aha! Wow. Okay. Butts and... Das ist noch nichts für dich. Was haben wir hier? Kiste. Shoot, that's way too high for me to reach. Ja, Superpower. Ja, genau. Stuhl. Dad was so angry at the police. April 2015. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meine Anrufe und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Ah, okay. Da geht es nicht um die Kneipenschlägerei, sondern wahrscheinlich um den Tod der Frau. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. Okay. Ah, da geht's noch weiter. I remember Daddy yelling on the phone a lot. Was war auch jetzt? Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben. Okay, in den letzten Jahren, es ist schon länger her. Fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nun nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Ah, okay, Privatdetektiv. Das war jetzt gar nicht die Polizei. Aber Privatdetektiv war auch nicht erfolgreich. Ja, eine tolle Unterschrift hat er hier. Der Mick Collins. Okay. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Ja, viele Briefe. Sehr geehrter Mr. Erickson. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahme von Astrid Drive und Mantle Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass Sie die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen, Barbie Barcamont, Verkehrsüberwachung, die Barbie. Okay, das war's auch. Verkehrsüberwachung. Okay, also das heißt, wahrscheinlich dann doch in irgendeiner Form ja, Autounfall oder so, oder ein Unfall generell. Und wir hatten jetzt ja schon, ja, wir haben auf der einen Seite das Comic gesehen, ja, wo es irgendwie ja auch einen Unfall gab. Und mit dem Auto sind wir ja auch, haben wir auch einen Wehrlosen quasi überfahren. Vielleicht ist sie da wirklich irgendwie, keine Ahnung, über die Straße rüber. Bett ansehen. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Okay, noch mehr Bierdosen. Ist da noch sonst noch was? Lampe? Reparieren?
Oh ja. Zeichnung ansehen. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Ja, nein, ist doch cool. Sieht ein bisschen aus, als wären das Hasen. Irgendwie dachte ich zuerst. Aber die schauen genauso aus wie das Publikum. Also wahrscheinlich dann schon sehr detailgetreu. Aber da ist auf jeden Fall gerade ein Schlüssel runtergefallen. Und das ist wahrscheinlich der... Nein, nicht die Lampe anziehen. That's better. Ja, 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 ist besser. Aber ich will trotzdem den Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Ja. Yes! Ja, sehr gut. Das ist bestimmt ja dann hier... Aber Moment, können wir den vielleicht mitnehmen? Wer weiß. Wir wissen ja noch nicht... den können wir nur anziehen. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Okay, ich dachte, will Basketball spielen, der Bub. Naja. Okay, aber jetzt können wir vielleicht den aufmachen. Careful of booby traps. Kiste. Basketball? Hat er nicht gesagt, irgendwie ein Basketball kostet irgendwie 10 Bucks? Konsole? Die Playbox? Boah, ist das... Aber das ist unsere, oh, oder? Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way. Ja, cool. Sieht aber schon nur so ein bisschen vom Laster gefallen aus, das Ding. Brief lesen. Mm. Dad never told me he had a new friend. Okay. Hat eine Freundin. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch. Doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Ah, okay. Stressiger Job und Tänzerin. Hm. Okay. Na gut. Auch ein Job. So. Kiste. Wow. Dad had fans when he was playing in high school. Okay. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. Okay. That's scary. Okay. Is alcohol drinking your life away? Okay, irgendwie so ein anonymer Alkoholiker. Should we move because Dad couldn't pay for the house? Okay. That sucks. Oh, okay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Okay, da waren sie 2015. Unsere Unterlagen zeigen, dass sie ihre dritte Hypothekenzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Okay, Clamp. Ja, Trump-Immobilien wahrscheinlich. Okay. Er hat auch gerade irgendwie gesagt, deswegen mussten sie umziehen. Deswegen gibt es auch keinen. Ja, doch, nee, da war die Frau anscheinend ja auch noch da. Ja, Dad got fired. That's when he started working for the railroad. Okay. Ja, also das heißt, er war anscheinend irgendwie professioneller Basketballspieler, der Vater. Deswegen hat er da auch so viel Spaß jetzt an dem Spiel, dem Zugucken. Und wurde dann irgendwie gefeuert vom School District anscheinend hier und ist zur Bahn. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht
des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor, was? Magnum? Nee, Mangum, Mangum. Schulbezirk Sunny Creek. Okay. Nicht Beaver Creek? Okay, und das war's. Okay, also hier ist so ein bisschen, ja, ist klar, dass er die versteckt. Also ein bisschen unangenehm. Basketball. Dad used to always talk about this basketball. Okay, das ist wahrscheinlich hier so der, okay, ne, da müssen wir jetzt hier zumachen. Das hilft nichts, zurück. Und am besten auch wieder abschließen. Bupp. Nee, schließ ab. Oh, wir können nicht abschließen. Warum? Das ist doch jetzt ein Mist. Das ist jetzt echt blöd. Der Vater weiß doch, dass er den Schlüssel erkennt. Mach, schließ ab. Now I must explore. Without being discovered. Ja. Ja, es hilft nichts. Okay, wir müssen hier wieder raus. Faustabdruck. No! Okay, da hat er anscheinend gegen die Tür. Oh nein, und wenn die natürlich jetzt verlieren. How stupid are you? How can you not score here? What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Können wir dazu machen? Der Fernseher ist so laut. Ja, geht nicht. Was haben wir da? Pizza Arcade Rangliste. That was a fun birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Ja, und er hat gewonnen. Oh, mit weitem Abstand. Die anderen waren ja alle schlecht, vor allem Kyle. Und Stan. Und Kenny. Keine Ahnung. Okay. Ja, sehr gut. Pizza Arcade. Ah, würde ich auch, will ich hier auch haben. Die haben so cooles. Ah. Pizza und Computerspiele. Was? Leere Feuerwerkskörper? Was haben wir dann noch? Wikingerbuch, ja cool. Wunschliste. Waldkrieger. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Okay, der mit seinem Snow Ghost und der Wassergeist, ne? Wie hieß der? Ansehen Waffen. Captain Spirit doesn't need weapons. Just in case. Okay, ja gut, hier eine Gitarre weiß ich jetzt nicht, aber so der Super Soaker. Funktioniert halt draußen nicht so lange bei dem Wetter wahrscheinlich. Schneemann. Boah, das schaut ja der Baum da, das schaut ja auch ein bisschen aus, als würde der uns gleich hier durch Fenster entgegenkommen. Walkie-talkie. This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Schneebeschwör. Aber ich sag mal so, so viel Spaß er jetzt hier hat, es ist trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen traurig, weil er hat eigentlich echt nur seine Fantasie, ne? Mit dem Vater ist nicht wirklich viel los mehr. Freunde anscheinend, ich hatte es ja gehofft, ne? Dass er hier mit dem Walkie-Talkie irgendwie so den Nachbarsjungen. Aber gut, wenn die erst umgezogen sind vielleicht, dann weiß nicht. Hat er vielleicht noch keine... Oh Gott, super. Oh, ein Käferhotel. Oh, das wollte ich ja auch immer. Ah, das habe ich in... Das habe ich in irgendeinem... Als Kind in irgendeinem Film gesehen. So eine Ameisenfarm. Und wollte das unbedingt, aber da gab es das irgendwie hier nicht. Zu der Zeit. Heute kriegt man es, ja. Allerdings muss man sich irgendwie die Ameisen selber besorgen. Ich dachte ja, man kauft das komplett. Aber nee, ist nicht so. Das schauen wir uns mal an. Hey, Spider Baby. I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Okay. Oh, Trophäe.
I miss playing ball with my friends. Before we moved. Okay, okay. Also er war hier richtig, er war nicht nur hier der Nerd, ne? Also hier von wegen Computerspiele und Pizza Arcade, sondern er hat hier auch irgendwie eine Trophäe gekriegt beim Baseball. Frage ich mich allerdings, warum ist der Baseballschläger dann... I can't wait to get a real pine tree this Christmas. Ja, ich auch. Ich freue mich. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Comics, Comics, Comics. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Nein, Comics immer aufheben. Da habe ich auch noch jede Menge hier im Schrank. Müsste ich eigentlich auch fast mal wieder rausholen. Natürlich nicht so coole, wie er hier hat, aber das eine oder andere, die eine oder andere Perle ist da auch dabei. This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Ja, das glaube ich. Ja, cool, ne? Da haben wir jetzt hier eigentlich auch alles. Schrank können wir vielleicht noch gucken. Da machen wir mal auf. Der Original Spirit Umhang. Ich glaub's ja nicht. Den hat er im Schrank ausgezeichnet. Ja, dann drücken wir gleich nochmal E. I can feel the energy flow through me. I have the power. Okay, that's a good start. Ja. Now it's time to build the rest of my costume. Ja, ausgezeichnet. Schwert wäre hier unten. Ja, dann geht's halt so ein bisschen in die He-Man-Richtung. Lieblingsbuch. Ah, was ist das? I've read this one so many times. Okay. Müsste man das kennen? Where the strange things went. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Ah, okay. Moment, hä, was? Chris, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt bin ich an der Reihe, dir ein Buch zum Lesen zu geben. Ah, okay. Kumpel Hal. Hal 9000. Okay, hat ihm auch Spaß gemacht, dem Hal anscheinend. Er ist aber auch ein gutes Buch, glaube ich. Das sieht man am Cover schon. Ja, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, hier echt schon alles abgeklappert. Wir könnten natürlich hier die Konsole einschalten, aber auf der anderen Seite hat er ja schon gesagt, dass die kaputt ist. Dann braucht man das vielleicht gar nicht. Vielleicht mal echt hier, Ja, das Fernsehprogramm ist ähnlich gut wie beim Papa anscheinend. Adventskalender. Essen. Ja. Ist ja auch schon wieder Frühstück, ist ja auch schon wieder. Oh. Jeez, good job, Chocolate Hog. Oh, ist der leer. Dann mach halt das nächste Kästchen. Hat man da jetzt gesehen und wir schauen nur nochmal an. Sieht man da welches? Sieht man nicht. Chocolate. Thanks, Claire. Okay, von Claire. Aber es sah irgendwie so aus, als wäre es noch Anfang Dezember, oder? Die anderen waren doch schon ziemlich zu noch. Oder doch schon alles aufgemacht. Aber wenn sie jetzt einen Baum kaufen... Papas Zimmer, da waren wir... Ja, jetzt weiß ich gerade nicht. Ich meine, man könnte natürlich jetzt mal versuchen... Ist hier noch was? Foto? Oh. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Ich wollte es gerade sagen. Das ist aber hoffentlich nicht die Mama. Okay, mit Nick hängt er nicht mehr rum, der Papa. Westernland Park. Ja, Westworld. Super cool. Ja, nee, beenden. Da wollen wir jetzt nicht. Bücher? Schauen wir da mal. Vielleicht ist ein Comic dabei. I wish I could go on a hike with Mom. Okay. Das heißt, die Mutter ist anscheinend gerne gewandert. War ja auch irgendwie lustig, ne? Als er gefragt hat, ob die Mutter Sport mitgeguckt hat. Dann hat der Vater ja gesagt, nee, hat sie überhaupt nicht interessiert, was ja merkwürdig ist. Okay, das heißt, wahrscheinlich hat sie doch irgendwie, war sie Sportlerin vielleicht? Und hier jetzt hier diese Trails anscheinend. This has to be Mom's. She liked art. Okay. Na, ich weiß nicht, vielleicht gehört es auch dem Papa. Na, schauen wir mal. Aber ich glaube, jetzt... die brauchen wir natürlich noch. Sorry, Pop, it's war.
Ja, nicht nur ansehen, wo ist denn da die Auswahl? Ich will die doch mitnehmen. Wir brauchen doch... Ich weiß, ja, Captain Spirit braucht keine Waffen. Trotzdem, Bücher. Let's check this out. Okay, Cities of the Pain. Ooh, that looks scary. I should read that. Nee. Aha. Oh mein Gott. Die sind nicht für dich, die Bücher. Da hinten geht's auch. Ach, da geht's noch weiter. Haben wir hier irgendwas Leckeres? Macaroni Cheese, Lichtschalter? Fa la 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 la, Christmas rules, bring me the presents. Okay, er hat ein bisschen Angst anscheinend. Dunkle Tür, Waschmaschine, schmutzige Wäsche. I could help Dad do the laundry using my mind magic. Okay. Die Waschmaschine. Ja, komm, wir müssen. Now you will learn your lesson and stay clean. Ich hoffe, da war jetzt nicht vom Papa irgendwie was Weißes dabei. Können wir da oben? Weihnachtsschmuck. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm off. Oh, ja, nee, und den Baum habt ihr ja auch noch nicht. Können wir jetzt waschen? Oh, die schaut aber auch nicht mehr so fit aus. I hope I set this right. Ich auch. Kommt da schon Schaum irgendwo raus? Nee. Okay, also da gehen wir jetzt erstmal nicht runter. Jetzt schauen wir mal. Tür ansehen. We never use this door in winter because of the snow. Okay, also die Tür mag er nicht. Jetzt schauen wir nochmal hier. Können wir hier raus? Oh, er nimmt seine Schneehose. Ausgezeichnet. Oder? Nee. Anorak. Das sah irgendwie aus wie eine Hose. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't